Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Aufgebrauchvideo im Bereich Haushalt für die Monate März und April. Ich habe tatsächlich so viel, dass meine Kiste überläuft. Deswegen drehe ich das Video auch so circa 2 Wochen früher ab wie normal. Aber ja, die Kiste, wie gesagt, ist voll. Deswegen drehe ich das jetzt ab, weil ich nicht noch irgendwie eine andere Kiste anfangen möchte. Ich denke aber, dass dann im Mai und im Juni nicht ganz so viel leer gehen wird. Ich starte jetzt aber einfach mal durch. Ich habe nichts geordnet und greife einfach in die Kiste rein und zeige euch, was ich so leer gemacht habe. Zu einem ganze dreimal von Kuschel war ich diese Duftkissen Sommerliebe. Das riecht so nach Vanille. Und wie gesagt, dreimal habe ich komplett wieder meinen Schränken aufgefüllt, in meinen zwei Malmkommoden und in meinem großen Kleiderschrank. Komplett aufgefüllt. Ich liebe die, die riechen sehr lang, die sind wirklich, wirklich toll und ich mag die Duftrichtung halt am liebsten, deswegen gleich dreimal. Dann habe ich in der Küche momentan stehen von Profissimo diesen Raumduft, mein Spa Moment Chai. Und das riecht tatsächlich relativ intensiv. Ich hatte ja davor dieses Bäckerei, Weihnachtsbäckerei stehen, das war nicht ganz so stark. Das riecht man doch relativ stark. Ist ganz okay vom Duft her. Ich habe jetzt so einen fruchtigen Duft nachgekauft. Wenn das leer ist, will ich den dann in die Küche stellen. Aber an und für sich ist das nicht schlecht. Ich weiß aber nicht, ob ich nochmal solche Sachen nachkaufen würde, weil ich nicht finde, dass man die sonderlich lang immer wahrnimmt. Deswegen mal schauen. Aber an und für sich fand ich den jetzt erstmal nicht schlecht. Dann 2 Packungen Profissimo Topfschwämme, die verwende ich ja immer zum Spülen, aber auch wenn ich Charlie sauber mache für die Gitterstäbe, damit das ja, weggeht, die Obstreste und so. Und ja, zweimal leer gegangen, finde ich gut. Sind jeweils 6 Stück drin, kann ich weiterempfehlen. Finde ich klasse. Dann habe ich hier zweimal von Soft und Sicher die Taschentücherboxen leer gemacht. Ich kaufe ja eigentlich immer die Recycling, die waren aber mal ausverkauft online, deswegen habe ich eben 2 solche bunteren Verpackungen mitgenommen. Die sind eben nicht Recycling, das sind die Klassik. Ja, finde ich auch okay, aber ich kaufe halt einfach, wenn es möglich ist, die Recycling. Da habe ich auch wieder welche aufgebraucht. Zweimal diese Recycling Family Box von Soft und Sicher und 4-mal, glaube ich, nee, 3-mal die normale Box. Ja, finde ich gut, kann ich weiterempfehlen. Verwende ich halt eben die Nase zu putzen, mein Gesicht abzutupfen und so weiter. Habe ich überall verteilt stehen. Im Bad, in der Dusche, in der Küche, beim Charlie, bei den Hamstern, bei mir im Zimmer. Und hier hinten im Zimmer, falls mir was ausläuft, während ich filme. Und dann einmal, ja, Backpapierzuschnitte, 30 Einzelblätter von Aromata. Das ist, glaube ich, von Lidl. Ich habe jetzt welche von DM. Ja, ich kaufe immer die Zuschnitte, einfach weil ich das lieber mag. Weil ich sowieso immer nur, also wenn ich was mache mit Backpapier, brauche ich sowieso immer ein ganzes Blatt. Deswegen, ja, einmal die Zuschnitte. Dann hatte ich für mein Auto von meiner Schwester bekommen, hier von Febreze K, dieses Meeresfrische, glaube ich, war das. Ja, genau. Und ja, ich bin kein Fan von diesen Teilen. Also, da ist ja so ein Regler dran, entweder halt voll stark, mittel oder wenig. Und ich finde, bei stark ist es zu stark, bei ganz niedrig ich mein kaum was und bei mittel ist es mir fast auch schon wieder zu stark. Ich bekomme da dann Kopfschmerzen von, was nicht so gut ist beim Fahren. Ich mag lieber diese Clips tatsächlich von Wunderbaum waren die, wie hier diese Teile. Würde ich nicht nachholen. Ich habe jetzt von Domol mal so einen Stern gekauft, wo man auch so ins Auto hängen kann. So ein Muschelstern-Ding. Mal gucken, wie das so ist. Und dann einmal Toilettenpapier. Das ist die Birthday Edition von Sanft und Sicher gewesen. 8 Rollen, 180 Blatt. Finde ich gut. Dann einmal Küchentücher. Und zwar auch die Klassik von Saugstark und Sicher. Hier sind 4 Rollen drin. Habe ich ja bei den Hamstern, aber auch eben in der Küchenbenutzung. Deswegen einmal leer gegangen. Müllbeutel, einmal von Profissimo, 20 Liter mit Zugband, mit Zitrusduft. Die habe ich sowohl bei den Hamstern im Zimmer als auch beim Charlie im Zimmer. Ja, für die Müll eben. Ja, finde ich gut. Die haben eben so einen Tragegriff, also so ein Zugband. Und ja, finde ich klasse. Dann kann ich das nämlich ordentlich zuknoten und da kommt kein Staub raus. Und dann einmal von Profissimo Nature, 60 Liter mit Zugband, 80% Recyclingkunststoff. Das sind die vorgetrennten Beutel, also da muss man nichts abreißen. Die habe ich hinten im Zimmer für so Papiermüll und auch in der Küche für den Küchenmüll eben, so für gelben Sack und so weiter. Genau.
Dann einmal was, das habe ich auch so ein bisschen als so ein Duftkissen verwendet für die Schränke und davon denkt mit, Trocknertücher Cozy Elegance, himmlisch, blumig und fruchtig. Da waren so 36 ganz, ganz dünne Tücher drin, eigentlich eben Trocknertücher für den Trockner. Ich habe aber eben gehört, dass man das eben auch so als Raumduft oder Schrankduft benutzen kann. Und das hat tatsächlich erstaunlicherweise gut funktioniert. Ich glaube, ich würde es mir aber trotzdem nicht nachkaufen, weil man ja doch relativ viel auswechseln muss, damit es dann stärker riecht. Und dann lohnt sich es halt auch schon nicht mehr vom Preis her, würde ich sagen. Dann einmal ein Klostein. WC Frisch Brilliant Gel Magic Breeze. Mag ich gern. Ich muss sagen, der Lidern ist aber der, wo mir am wenigsten gefällt. Den blauen und den pinken finde ich vom Duft her besser, weil die intensiver riechen. Aber der war auch nicht schlecht. Ja, löst sich gut auf. Läuft nicht aus. Riecht intensiv. Macht gut sauber. Finde ich toll. Dann wollte ich mal ein neues Waschmittel testen und habe von Dumol das Vollwaschmittel gekauft. Ultra Sensitive. Ich habe halt nicht viel Wäschen. Ich habe 2-3 Wäschen in der Woche. Und da reicht mir so eine 18 Ladung Packung halt ja 6 Wochen. Deswegen wollte ich mal die testen. Riecht nach nichts, ist vegan und hat halt keinen Duft. Also ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass ich das von Persil, wo ich jetzt schon länger in Verwendung habe, einfach nicht so gut vertrag. Deswegen wollte ich das hier mal probieren, um zu gucken, ob das besser funktioniert. Bisher bin ich auf jeden Fall sehr begeistert. Ich habe jetzt schon 3-mal damit gewaschen, finde ich schön. Dann, also ist ungefüllt. Dann von Denkmit den Hygienespüler. Ich glaube, da muss ich auch nicht mehr viel zu sagen. Den gebe ich zu jeder Wäsche dazu. Und hilft einfach so ein bisschen, so einen Schweißgeruch rauszunehmen. Oder eben auch, wenn ich zum Beispiel beim Hamstergehege was eingerichtet habe, dann finde ich, riecht die Kleidung immer relativ stark nach Streu. Deswegen verwende ich den da auch ganz gern. Dann einmal ein Weichspüler und zwar von Vanel. Aromatherapie, Balsamöl und Orchidee. Finde ich sehr, sehr schön. Meine liebste Variante ist immer noch dieser lilane. Genau, aber der ist auch toll. Balsamöl und Orchidee, das riecht einfach echt gut. Einfach nach Wäsche, nach frischer Wäsche, nach ja, so ein bisschen eben ölig und so ein bisschen blumig. Mag ich sehr gern für die Wäsche, kann ich weiterempfehlen. Habe ich auch schon öfters mal gehabt. Dann einmal ein Rohrreiniger von Denkmit, der Rohrreiniger, den mag ich am liebsten, habe ich auch wieder da. Für Küche und Bad verwende ich halt für die Abflüsse in regelmäßigen Abständen, gebe ich da was rein. Oder wenn ich eben merke, es ist so ein bisschen verstopft, dann gebe ich da auch gern was rein, finde ich sehr schön. Dann einmal W5 Bad- und WC-Reinigungstücher. 25 Tücher sind hier drin, habe ich halt immer wieder genommen, um über die Toilette zu wischen. Mochte ich gern, hatte ich bei meiner Oma noch mitgenommen. Ja, hätte ich mir so, glaube ich, nicht gekauft. Dafür verwende ich lieber solche Desinfektionstücher. Aber war eben ganz schön so für zwischendurch. Feuchtes Toilettenpapier habe ich 5 Packungen tatsächlich leer bekommen. Ich muss dazu sagen, ich habe ja Ende März eine Zahn-OP gehabt und habe meine letzten 3 Weisheitszähne rausbekommen. Und habe ja Antibiotika nehmen müssen. Und durch das Antibiotika ist meine, ja, Pille nicht wirksam gewesen und ich habe dann meine Periode bekommen. Ich habe ja die Mini-Pille, ich nehme die ja durch und bekomme meine Periode nicht mehr. Ich persönlich fand das aber schon früher angenehmer, während der Zeit feuchtes Toilettenpapier zu benutzen, weil ich mich dann einfach sauberer gefühlt habe. Deswegen sind 5 Packungen leer gegangen, statt nur 4 wie sonst. Und zwar zu einem von Tempo 3 Stück. Einmal hier die Variante Mandelmilch und Panthenol. Die finde ich richtig gut. Die habe ich auch noch 3-mal da. Gibt es im Doppelpack bei DM. 42 Tücher sind drin. Die sind halt ultra weich und ultra soft. Also die von Tempo finde ich wirklich genial. Richtig, richtig schön. Und dann habe ich hier diese beiden aus dieser Design Edition leer gemacht. Das waren eben Doppelpack zusammen, sanft und frisch. Die riechen halt einfach sehr neutral und sind aber auch toll. 42 Tücher sind hier drin. Ebenfalls wie auch in der Mandelblüte-Variante. Und die finde ich auch sehr, sehr schön. Wird aber eher die Mandelblüte-Variante nachkaufen. Dann eine Variante, da war ich so ein bisschen enttäuscht von. Das war von Butini Favora Deluxe Mandel. Und ich weiß, als ich das erste Mal in Butini war, fand ich die richtig, richtig toll, weil die mir super gut gefallen haben. Der Duft war toll. Und dieses Mal irgendwie, die waren fast trocken und die waren nicht so schön. Also die würde ich nicht nochmal nachholen. Und dann habe ich hier von dieser neuen, wo es von DM gibt, sanft und sicher, Golden Soul, feuchtes Toilettenpapier. Einmal, das war so ein Dreierpack, da habe ich jetzt eine Packung umgefüllt. Also die ist jetzt momentan noch in Benutzung, circa die Hälfte habe ich da noch. Ja, und die finde ich auch schön. Die würde ich auch nochmal nachholen. Dann habe ich hier einmal
von Denk mit, das Mülleimer-Deo, Zitrusmix. Ja, finde ich gut. Habe ich in der Küche im Mülleimer tatsächlich nur. Also sonst nirgends, nur in der Küche. Dann habe ich hier drei solcher Duftsprays leer gemacht. Alle drei von Airwick. Und zwar zu einem, das hatte ich am Anfang drin, habe es dann rausgenommen und habe es jetzt aber nochmal versucht. Life Sense, Sommervergnügen, weiße Blüten, Melone und Vanille. Ist einfach überhaupt nicht mein Duft. Ich habe es jetzt einfach ja, leer sprühen lassen, damit es weg kann, aber ist leider überhaupt nicht mein Duft. Ja, würde ich nicht nochmal nachholen. Dann hatte ich mir im DM gekauft, als ich bei meiner Schwester war Anfang Februar, von Airwick hier rote Früchte. Und das ist richtig, richtig genial. Das riecht richtig toll. Also das würde ich auch nachholen. Ich glaube, das habe ich auch wieder hier. Ja, das riecht auch richtig, richtig gut. Momentan gibt es jetzt eine Variante, die ist mit Vanilleblüte und Honig, glaube ich. Die riecht auch super. Aber hier die rote Früchte ist eine Variante, die es halt dauerhaft im Sortiment gibt. Finde ich toll. Ich habe das halt immer auf der stärksten Stufe. Dann ist so ein Teil nach 20 Tagen, meine ich, leer. Und dann einmal von Airwick Pure frische Wäsche. Und da hat meine Schwester gesagt, das riecht nicht gut. Ich hatte das damals aber leider schon gekauft gehabt. Geruchsstopp. Und ich habe das halt hauptsächlich an, weil es hier, wenn man hier reinkommt, halt schon nach Tier riecht. Ich habe ja 4 Wellensittiche und 4 Hamster und eben einen Graupapagei, den ich auch von meiner Schwester übernommen habe. Und man riecht das einfach, wenn man zur Tür reinkommt. Und ich finde, seit ich das stehen habe, riecht man es eben nicht mehr ganz so stark. Ich muss sagen, hier die frische Wäsche, wenn das sprüht und man läuft direkt durch diesen Schwall durch, dann ist es wirklich eklig. Aber wenn das sprüht und man läuft dann so ein, zwei Minuten später durch, finde ich, riecht es ganz gut. Würde ich aber nicht nachholen, habe jetzt noch eins da, weil es eben ein Doppelpack war. Dann Kerzen zu einem, zweimal Teelichter, einmal von Lidl, die in Kirsche. Gibt es schon ewig nicht mehr. Und einmal die von Lidl in magische Momente. Die könnte es eventuell noch geben. Habe ich jetzt umgefüllt. Die von Lidl sind immer okay. Die brennen immer gut ab. Ich finde, die haben jetzt nicht so einen starken Duft. Aber die sind halt auch relativ günstig. Und dann habe ich hier eine Kerze. Leider nur eine. Von Bella Casa. Kaminfeuer. Die hatte ich mir mal reduziert bei Norma, meine ich, mitgenommen. Bin ich der Meinung. Ich schaue nochmal. Aber ich glaube, es war Norma. Steht das irgendwo? Ja, war Norma. Und die ist ganz okay abgebrannt. Ich hatte die 2020, meine ich, im Winter gekauft. Ich habe da Kopfschmerzen von bekommen, als ich die anhatte. Deswegen habe ich die jetzt einfach genommen, habe das Glas nochmal in den Glas und den Hausgang rausgestellt und das da abbrennen lassen. Da fand ich es ganz gut, weil das ist halt ein sehr, sehr großer Raum, der Hausgang, also der Flur bei uns. Draußen eben das komplette Treppenhaus. Und da hat man immer, wenn man rausgegangen ist, zur Tür so einen ganz leichten Schwall von diesem Duft entgegenkommt. Das fand ich schön. Nachkaufen würde ich die aber definitiv nicht. Und dann habe ich hier noch ein Produkt, das wollte ich euch empfehlen, so wie es aussieht, von Bio Bio. Das gibt es bei Netto. Tomaten-Sahnesoße mild gewürzt. Und zwar finde ich das sehr lecker, wenn man wirklich mal keine Zeit hat und schnell was kochen möchte. Das kann man einfach erwärmen, Nudeln dazu und gut ist. Nudeln kochen ja eigentlich auch von selber. Und ich finde das vor allem sehr gut, wenn man das eben dann noch mit ein bisschen Parmesan toppt. Also sei es jetzt frischen Parmesan oder eben schon fertig geriebenen Parmesan. Und finde ich auf jeden Fall sehr angenehm, wenn man wirklich mal keine Lust hat oder keine Kraft hat, was Großes jetzt zu kochen und da noch ewig an Herd zu stehen. Einfach Nudeln aufsetzen und dann so die letzten 5 Minuten, wo die Nudeln noch brauchen, dann die Soße erwärmen und umrühren. Funktioniert super, kann ich weiterempfehlen. Gibt es, wie gesagt, bei Netto. Und das war's. Das waren alle aufgebrauchten Haushaltsprodukte. Es ist nicht so viel, aber es waren sehr viele große Sachen und sehr viel Sperriges, deswegen war da die Kiste einfach schon voll. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao!